The Road von Cormac McCarthy. Inzwischen sah er in jeder derartigen Episode der jüngsten Vergangenheit eine Botschaft. Eine Botschaft und eine Warnung. Und als solche erwies sich auch das Tableau der Erschlagenen und Gefressenen. Als er am Morgen erwachte, sich, in die Decke gewickelt, umdrehte und zwischen den Bäumen hindurch die Straße entlang blickte, auf der sie gekommen waren, sah er die ersten Viererreihen der Marschierenden auftauchen, in Kleidern aller Art, jeder mit einem roten Halstuch, rot oder orange, Farben, die rot möglichst nahe kamen. Er legte dem Jungen die Hand auf den Kopf. »Psst«, sagte er, »was ist denn, Papa?« »Leute auf der Straße, lass den Kopf unten, sieh nicht hin.« Kein Rauch von dem toten Feuer, vom Wagen nichts zu sehen. Er schmiegte sich an den Boden, beobachtete sie über seinen Unterarm hinweg. Eine Armee in Tennisschuhen, mit schwerem Schritt, in den Händen einen Meter lange Stahlrohrstöcke, mit Leder umwickelt, Kordeln an den Handgelenken. Durch manche Rohrstücke waren kurze Ketten gefädelt, an deren Enden alle Arten von Knütteln befestigt waren. In wiegendem Gang, wie Spielzeuge zum Aufziehen, klirrten sie vorbei, bärtig, ihr Atem wie Rauch vor ihren Mundschutzen. »Psst«, sagte er, »psst«. Die folgende Phalanx trug mit Bändern verzierte Speere oder Lanzen, die langen Spitzen in irgendeiner primitiven Schmiede im Landesinneren aus LKW-Federn zurechtgehämmert. Der Junge barg völlig verängstigt das Gesicht in den Armen. Keine 100 Meter entfernt marschierten sie vorbei, so dass der Boden leicht bebte. Mit schwerem Schritt. Hinter ihnen kamen Karren, gezogen von angeschirrten Sklaven und hochbeladen mit Kriegsbeute. Danach die Frauen, etwa ein Dutzend, einige davon schwanger und zuletzt ein Reservekontingent von Lustknaben, für die Kälte zu dünn angezogen und um den Hals Hundehalsbänder, über die sie miteinander verbunden waren. Das Ganze zog vorüber. Sie lagen da und lauschten. »Sind sie weg, Papa?« »Ja, sie sind weg.« »Hast du sie gesehen?« »Ja.« »Waren das die Bösen?« »Ja, das waren die Bösen.« »Gibt ganz schön viele von diesen Bösen.« »Ja, aber jetzt sind sie weg.« Sie standen auf, klopften sich die Kleider ab, lauschten der fernen Stille. »Wo wollen die hin, Papa?« »Ich weiß nicht. Sie sind unterwegs. Das ist kein gutes Zeichen.« »Warum ist das kein gutes Zeichen?« »Es ist eben so. Wir müssen einen Blick auf die Karte werfen.« Sie zogen den Wagen aus dem Buschwerk, mit dem sie ihn getarnt hatten. Er richtete ihn auf und lud die Decken und die Jacketts ein. Dann gingen sie hinaus auf die Straße, blieben stehen und sahen zu der Stelle hin, wo der letzte der zerlumpten Horde wie ein Nachbild in der bewegten Luft zu schweben schien. Am Nachmittag fing es wieder zu schneien an. Sie blieben stehen und sahen zu, wie die fahlgrauen Flocken aus der düsteren Trübnis herabschwebten. Sie trotteten weiter. Auf der dunklen Straßendecke bildete sich dünner Schneematsch. Der Junge fiel immer wieder zurück und er blieb stehen und wartete auf ihn. »Bleib bei mir«, sagte er. »Du gehst zu schnell.« »Ich gehe langsamer.« Sie gingen weiter. »Du redest schon wieder nicht mit mir.« »Ich rede doch. Willst du Halt machen?« »Ich will immer Halt machen.« »Wir müssen vorsichtiger sein. Ich muss vorsichtiger sein.« »Ich weiß. Wir machen Halt, okay?« »Okay.« »Wir müssen bloß eine geeignete Stelle finden.« »Okay.« Der fallende Schnee umfing sie wie ein Vorhang. Weder auf der einen noch auf der anderen Straßenseite war etwas zu erkennen.
Er hustete wieder und der Junge fröstelte, während sie Seite an Seite das Stück Plastikplane über ihre Köpfe gezogen, den Einkaufswagen durch den Schnee schoben. Schließlich blieb er stehen. Der Junge zitterte unkontrollierbar. »Wir müssen Halt machen«, sagte er. »Es ist wirklich kalt.« »Ich weiß. Wo sind wir?« »Wo wir sind? Ja. Ich weiß es nicht.« »Wenn wir sterben müssten, würdest du es mir dann sagen, Papa?« »Ich weiß nicht. Aber wir müssen nicht sterben.« Sie ließen den Wagen auf der Seite liegend in einer Riedgraswiese zurück. Er nahm die in die Plastikplane gewickelten Jacken und Decken, und sie machten sich auf den Weg. Durch das Riedgras kamen sie an einen Zaun, den sie durchstiegen, wobei jeder dem anderen mit den Händen den Draht herunterdrückte. Der Draht war kalt und knirschte in den Krampen. Es wurde rasch dunkel. Sie gingen weiter. Schließlich gelangten sie zu einem Zedernwäldchen, die Bäume tot und schwarz, aber noch voll genug, um den Schnee abzuhalten. Unter jedem ein kostbarer Kreis dunkler Erde mit Zedernnadeln. Sie ließen sich unter einen Baum nieder und häuften die Jacken und Decken aufeinander. Dann wickelte er den Jungen in eine Decke und machte sich daran, die toten Nadeln zu einem Haufen zusammenzuscharren. Ein Stück weit vom Stamm entfernt, so dass das Feuer den Baum nicht in Brand setzen würde, räumte er eine Stelle von Schnee frei und schaffte Holz von den anderen Bäumen heran, brach Äste ab, von denen er den Schnee abschüttelte. Als er die Flamme des Feuerzeugs an den ergiebigen Zunder hielt, prasselte das Feuer sofort auf und er wusste, dass es nicht lange vorhalten würde. Er sah den Jungen an. »Ich muss mehr Holz holen. Ich bleibe in der Umgebung, okay? Wo ist das, die Umgebung? Das heißt einfach, dass ich nicht weit weggehe. Okay.« Der Schnee lag mittlerweile 15 Zentimeter hoch. Er stapfte mühsam zwischen den Bäumen hindurch und sammelte die abgefallenen Äste auf, die aus dem Schnee ragten. Und als er einen Arm voll zusammen hatte und zum Feuer zurückkehrte, war es zu einem Häufchen bebender Glut heruntergebrannt. Er warf die Äste darauf und zog wieder los, schwer da mitzuhalten. Im Wald wurde es dunkel und das Licht des Feuers reichte nicht weit. Wenn er sich beeilte, verausgabte er sich nur. Als er zurückblickte, schleppte sich der Junge tief gebückt durch den Schnee und sammelte Zweige, die er in seinen Armen bündelte. Es schneite und hörte nicht auf zu schneien. Er blieb die ganze Nacht wach und stand dann und wann auf, um das Feuer wieder anzufachen. Er hatte die Plane auseinandergefaltet und sie im Schutz des Baumes an einem Ende hochgebunden, damit sie die Wärme reflektierte. Im orangefarbenen Licht betrachtete er das Gesicht des schlafenden Jungen, die eingefallenen, schwarz verschmierten Wangen. Er unterdrückte den Zorn. Sinnlos. Der Junge konnte wohl nicht mehr sehr weit gehen. Selbst wenn es zu schneien aufhörte, wäre die Straße so gut wie unpassierbar. In der Stille wisperte der Schnee herab und die Funken stoben auf, verglommen und erstarben in der ewigen Schwärze. Er schlief halb, als er im Wald ein Krachen hörte, dann ein zweites. Er setzte sich auf. Das Feuer war auf vereinzelte Flämmchen in der Glut heruntergebrannt. Er lauschte. Das lange, trockene Knacken abbrechender Zweige. Dann wieder ein Krachen. Er steckte die Hand aus und schüttelte den Jungen. »Wach auf«, sagte er, »wir müssen gehen.« Der Junge rieb sich mit dem Handrücken den Schlaf aus den Augen. »Was ist denn?«, fragte er. »Was ist, Papa?« »Komm, wir müssen weg. Was ist denn?« »Die Bäume. Sie stürzen um.« Der Junge setzte sich auf und blickte sich verstört um. »Keine Angst«, sagte der Mann. »Komm, wir müssen uns beeilen.« Er raffte das Bettzeug an sich, faltete es zusammen und wickelte die Plane darum. Er blickte auf. Der Schnee wehte ihm in die Augen.
Das Feuer bestand fast nur noch aus Kohlen, die keinerlei Licht gaben. Das Holz war fast aufgebraucht, und um sie herum in der Schwärze stürzten die Bäume um. Der Junge klammerte sich an ihn. Sie setzten sich in Bewegung und er versuchte, in der Dunkelheit eine Lichtung zu finden, doch schließlich legte er die Plane auf den Boden. Sie setzten sich einfach hin, zogen sich die Decken über den Kopf und er hielt den Jungen an sich gedrückt. Die dumpfen Schläge der umstürzenden Bäume und das tiefe Wummern, mit dem die Schneelasten zerplatzten, ließen den Wald erzittern. Er hielt den Jungen fest und sagte ihm, er solle keine Angst haben, es werde bald aufhören. Und nach einer Weile tat es das auch. Das dumpfe Chaos erstarb in der Ferne. Noch ein letztes Geräusch, vereinzelt und weit weg. Dann nichts mehr. Na, siehst du, sagte er. Ich denke, das war's. Unter einem umgestürzten Baum grub er eine Höhle, schaufelte mit den Armen den Schnee weg, die vor Kälte erstarrten Hände in die Innenseite seiner Ärmel verkrallt. Sie zerrten ihr Bettzeug und die Plane herein, und nach einer Weile schliefen sie trotz der bitteren Kälte wieder ein. Bei Tagesanbruch schob er sich aus ihrer Höhle unter der von Schnee schweren Plane hervor. Er stand auf und blickte sich um. Es hatte zu schneien aufgehört und die Zedern lagen in Hügeln aus Schnee, abgebrochenen Ästen und ein paar stehengebliebenen Stämmen umher, die nackt und wie verbrannt in der grau werdenden Landschaft aufragten. Er ließ den Jungen wie ein Winterschlaf haltendes Tier unter dem Baumstamm zurück und schnapfte durch die Verwehungen los. Der Schnee reichte ihm fast bis zu den Knien. Das tote Riedgras auf der Wiese war kaum mehr zu sehen. Der Schnee stand in gezackten Graten auf den Zaundrähten und die Stille war atemverschlagend. Er stand an einen Pfosten gelehnt und hustete. Er hatte wenig Ahnung, wo sich der Wagen befand und dachte, dass er allmählich verblödete und sein Verstand nicht mehr richtig funktionierte. »Konzentrier dich«, sagte er, »du musst nachdenken.« Als er sich umdrehte, um zurückzugehen, rief der Junge nach ihm. »Wir müssen gehen«, sagte er, »hier können wir nicht bleiben.« Der Junge starrte freudlos auf die grauen Verwehungen. »Na komm«, sie stapften hinaus zum Zaun. »Wo gehen wir hin?«, fragte der Junge. »Wir müssen den Weg finden.« Er stand einfach nur da, die Hände unter den Achseln seines Parkas. »Na komm«, sagte der Mann, »du musst kommen.« Er wartete über die verwehten Felder. Der Schnee war tief und grau und schon von einer frischen Ascheschicht bedeckt. Er mühte sich noch ein paar Schritte weiter, dann drehte er sich um und blickte zurück. Der Junge war gestürzt. Er ließ den Arm voll Decken und die Plane fallen, eilte zurück und hob ihn auf. Er zitterte bereits. Er hob ihn auf und drückte ihn an sich. »Es tut mir leid«, sagte er. »Es tut mir leid.« Sie brauchten lange, um den Wagen zu finden. Er hiefte ihn aus den Verwehungen und stellte ihn auf die Räder, wühlte den Rucksack hervor, schüttelte ihn aus, öffnete ihn und stopfte eine von den Decken hinein. Er legte den Rucksack, die anderen Decken und die Jacketts in den Korb, hob den Jungen hoch, setzte ihn oben drauf, löste ihm die Schnürsenkel und zog ihm die Schuhe aus. Dann zückte er sein Messer und machte sich daran, eines der Jacketts zu zerschneiden und die Füße des Jungen mit den Stoffstreifen zu umwickeln. Er verwendete das ganze Jackett, dann schnitt er große Plastikvierecke aus der Plane, legte sie von unten um die Füße des Jungen und band sie mit dem Futterstoff aus den Jackettärmeln an den Knöcheln fest. Er trat einen Schritt zurück. Der Junge senkte den Blick. »Jetzt du, Papa«, sagte er. Er hüllte den Jungen in eines der Jacketts, dann setzte er sich im Schnee auf die Plane und umwickelte sich selbst die Füße. Er stand auf und wärmte sich die Hände in seinem Parka.
Dann packte er ihre Schuhe zusammen mit dem Fernglas und dem Spielzeuglastwagen in den Rucksack. Er schüttelte die Plane aus, faltete sie zusammen, befestigte sie mit den anderen Decken auf dem Rucksack, schulterte ihn und ging ein letztes Mal den Inhalt des Korbes durch. Aber da war nichts mehr. »Gehen wir«, sagte er. Der Junge warf einen letzten Blick zurück zu dem Wagen, dann folgte er ihm zur Straße. Das Gehen war noch beschwerlicher, als er vermutet hätte. In einer Stunde legten sie knapp 2 Kilometer zurück. Er blieb stehen und blickte sich zu dem Jungen um. Der Junge blieb stehen und wartete. »Du glaubst, wir müssen sterben, stimmt's?« »Ich weiß nicht.« »Wir werden nicht sterben.« »Okay.« »Aber du glaubst mir nicht.« »Ich weiß nicht.« »Warum glaubst du, wir müssen sterben?« »Ich weiß nicht.« »Hör auf mit diesem »Ich weiß nicht.« »Okay.« »Warum glaubst du, wir müssen sterben?« »Wir haben nichts mehr zu essen.« »Wir treiben schon was auf.« »Okay.« »Was glaubst du, wie lange Menschen ohne Essen überleben können?« »Ich weiß nicht.« »Aber was glaubst du?« »Vielleicht ein paar Tage.« »Und was dann? Dann fällt man tot um?« »Ja.« »Falsch. Das dauert lange.« »Wir haben Wasser.« »Das ist das Wichtigste. Ohne Wasser überlebt man nicht sehr lange.« »Und Wasser haben wir.« »Okay. Aber du glaubst mir nicht.« »Ich weiß nicht.« Er musterte ihn, wie er dastand, die Hände in den Taschen des übergroßen Nadelstreifenjacketts. »Glaubst du, ich belüge dich?« »Nein.« »Aber was das Sterben angeht, glaubst du, dass ich vielleicht schon lüge?« »Ja.« »Okay. Vielleicht tue ich das ja auch. Aber wir werden nicht sterben.« »Okay.« Er musterte den Himmel. Es gab Tage, an denen sich der aschfarbene Überzug lichtete, und nun warfen die Bäume an der Straße einen ganz schwachen Schatten. Sie marschierten weiter. Dem Jungen ging es nicht gut. Er blieb stehen, sah nach seinen Füßen, verknotete das Plastik neu. Wenn der Schnee zu schmelzen anfing, würde es schwierig werden, die Füße trocken zu halten. Sie ruhten oft aus. Er hatte nicht die Kraft, das Kind zu tragen. Sie setzten sich auf den Rucksack und aßen mehrere Handvoll des schmutzigen Schnees. Am Nachmittag begann er zu schmelzen. Sie kamen an einem niedergebrannten Haus vorbei, von dem bloß noch der gemauerte Schornstein stand. Sie waren den ganzen Tag unterwegs, wenn von Tag überhaupt die Rede sein konnte. So wenige Stunden. Insgesamt schafften sie vielleicht 5 Kilometer. Er dachte, die Straße sei so schwer passierbar, dass niemand sie benutzte. Aber er irrte sich. Sie kampierten knapp daneben und entzündeten ein großes Feuer, zerrten tote Äste aus dem Schnee und häuften sie auf die Flammen, wo sie zischten und dampften. Es war nicht zu ändern. Die wenigen Decken, die sie hatten, würden sie nicht warm halten. Er versuchte, wach zu bleiben. Immer wieder fuhr er aus dem Schlaf hoch und tastete mit fahrigen Bewegungen nach dem Revolver. Der Junge war so dünn. Er betrachtete ihn, während er schlief. Straffe Gesichtshaut und hohle Augen. Eine seltsame Schönheit. Er stand auf und zerrte mehr Holz aufs Feuer. Sie gingen auf die Straße und blieben stehen. Im Schnee waren Spuren. Ein Wagen. Irgendein Gefährt mit Rädern. Nach dem schmalen Profil zu urteilen, etwas mit Gummireifen. Zwischen den Rädern Stiefelabdrücke. Jemand war in der Dunkelheit Richtung Süden vorbeigekommen. Spätestens bei Anbruch der Dämmerung. War nachts unterwegs. Er überlegte, was das zu bedeuten hatte. Er schritt die Spuren ab. Die Leute waren keine 20 Meter vom Feuer entfernt vorbeigekommen und hatten sich gar nicht damit aufgehalten, nachzusehen. Er blickte die Straße hinauf. Der Junge sah ihm zu. »Wir müssen von der Straße runter.« »Wieso, Papa?« »Es kommen Leute.« »Sind sie böse?« »Ja, ich fürchte schon.« »Es könnten doch auch gute sein, oder?« Er gab keine Antwort.
Aus alter Gewohnheit blickte er zum Himmel auf. Aber es war nichts zu sehen. Was machen wir denn jetzt, Papa? Gehen wir. Können wir zum Feuer zurück? Nein, komm. Wir haben wahrscheinlich nicht viel Zeit. Ich habe richtig Hunger. Ich weiß. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen uns verkriechen, von der Straße runter. Sehen die denn nicht unsere Spuren? Doch. Was können wir da machen? Ich weiß nicht. Werden sie wissen, was wir sind? Was? Wenn sie unsere Spuren sehen, werden sie dann wissen, was wir sind? Er blickte zurück auf ihre großen, runden Abdrücke im Schnee. Sie werden es sich zusammenreimen, sagte er. Dann blieb er stehen. Wir müssen darüber nachdenken. Gehen wir zum Feuer zurück. Er hatte daran gedacht, eine Stelle auf der Straße zu suchen, wo der Schnee vollständig weggeschmolzen war. Doch dann fiel ihm ein, dass das nichts nützen würde, da ihre Spuren auf der anderen Seite nicht wieder auftauchen würden. Mit den Füßen scharrten sie Schnee auf das Feuer, dann gingen sie zwischen den Bäumen hindurch weiter, schlugen einen Kreis und kamen zurück. In aller Eile traten sie ein Gewirr von Spuren in den Schnee, dann machten sie sich durch den Wald auf den Weg zurück in Richtung Norden, wobei sie stets die Straße im Auge behielten. Sie entschieden sich schlicht für die höchstgelegene Stelle, zu der sie kamen und von der aus sowohl die Straße in Richtung Norden als auch ihre Spur zu überblicken war. Er breitete die Plane im feuchten Schnee aus und wickelte den Jungen in die Decken. »Du wirst frieren«, sagte er, »aber vielleicht werden wir nicht lange hier sein.« Es verging keine Stunde und zwei Männer kamen fast im Laufschritt die Straße herunter. Als sie vorbeimarschiert waren, stand er auf, um sie zu beobachten. Und in diesem Moment blieben sie stehen. Und einer blickte zurück. Er erstarrte. Er war in eine der grauen Decken gehüllt und wahrscheinlich schwer, aber nicht unmöglich auszumachen. Vermutlich, dachte er, hatten sie den Rauch gerochen. Sie standen da und redeten. Dann gingen sie weiter. Er setzte sich hin. Alles okay, sagte er. Wir müssen bloß warten, aber ich denke, es ist alles okay.